Sie sprechen davon, dass Olaf Scholz jetzt der große Planer und Macher wäre bei der SPD. Ich habe nur gesehen, dass die SPD Olaf Scholz nicht mal als ihren Vorsitzenden haben wollen würde. Und ich frage mich schon, inwiefern Olaf Scholz jetzt nicht vielleicht auch einfach eine Marionette ist zum Schluss von linkeren Parteimitgliedern wie Saskia Esken, wie Norbert Walter-Borjans oder auch einem Kevin Kühnert. Und wie sehr er seine Ideen überhaupt umsetzen kann, wenn die Partei ihn nicht mal als Vorsitzenden haben möchte, ihn jetzt vielleicht als Kanzlerkandidaten vorschickt und man ja auch gerade in Teamgedanken bei der SPD wirklich gar nicht erkennen kann, weil man seine Leute lieber zurückbehält, um den Leuten keine Angst zu machen. Wo sind die beiden eigentlich? Da haben Sie jetzt tief in die Klischees der CDU gegriffen. Und ich würde mal sagen, bei dem Zustand und der Zerstrittenheit der Union brauchen wir jetzt, glaube ich, von der Seite keine Ratschläge. Die SPD ist sehr geschlossen. Und das geht von Saskia Esken über Norbert Walter-Borjans bis hin zu Kevin Kühnert. Wir haben sehr gemeinsam diese Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz unterstützt. Und es gab wahrscheinlich noch nie eine Phase, in der eine Partei so geschlossen über einen langen Zeitraum gesagt hat, das ist unser Programm, wir stehen gemeinsam ja nicht nur zum Kandidaten, sondern auch zu dem Regierungsprogramm. Aber Sie stehen nie gemeinsam auf der Bühne, Herr Tschentscher. Wie wir hier gerade sehen, durchaus. Das ist alt hier. Aber tatsächlich in diesem Wahlkampf, das fällt ja jedem auf. Also die SPD tut doch eigentlich alles, um so zu tun, als wäre die SPD nur Olaf Scholz. Kevin Kühnert sagt seit langer Zeit gar nichts. Saskia Esken ist irgendwie abgetaucht. Und da kann man dann auch mal wieder sehen, wie gut die SPD im Moment, mal wieder am Sonntag, wie gut die SPD im Moment die Union kopiert und die Union in diesem Wahlkampf mit ihren eigenen Waffen schlägt. Die Union hat in Wahlkämpfen auch immer so getan, als sei die Union Merkel, weil Merkel die Popularitätswerte hat. Und Olaf Scholz versucht sich im Moment als legitimer Nachfolger von Merkel zu präsentieren. Und so wie Sie sprechen und so wie Sie auch über Olaf Scholz sprechen, ist das genau die Strategie. Und das ist eine Strategie, die aufgeht. Das kann man in einem Wahlkampf so machen. Nichtsdestotrotz ist natürlich das, was hinter Olaf Scholz steht, sind wirklich auch noch mal andere Leute. Saskia Esken hat noch im April gesagt, dass sie ein Linksbündnis für progressiver hält als eine Ampel. Norbert Walter-Borjans hat laut darüber nachgedacht, ob man angesichts der Umfragewerte überhaupt noch einen Kanzlerkandidaten braucht. So ist das. Und auch Kevin Kühnert ist natürlich ganz klar, der viel Einfluss hat in der Partei, linker Flügel. Und sollte die SPD tatsächlich ins Kanzleramt einziehen, werden sich auch wieder Risse in der SPD auftun. Ich glaube, dafür muss man noch nicht mal politisch besonders beschlagen sein, um das zu wissen. Nichtsdestotrotz, haben Sie vollkommen recht, gibt es eine Disziplin in der SPD, die ich in meinen 20 Jahren als Berichterstatterin auch noch nicht erlebt habe. Also eine so lange Phase der Geschlossenheit. Vielleicht darf ich Ihnen eine Erklärung dafür anbieten, warum das jetzt so ist. In der Zeit, in der viele sich über die Kanzlerkandidaturen gestritten haben, bei den Grünen, bei der CDU, hat die SPD die Zeit genutzt, einen gemeinsamen Plan für Deutschland zu entwickeln. Mhm. Und hinter diesem Plan stehen alle. Das ist ja etwas, was zu wenig auch beachtet wird, dass hinter dieser Geschlossenheit auch eine Geschlossenheit in den Inhalten steht. Und deswegen trägt das auch. Und wir haben in Hamburg die Erfahrung mit Olaf Scholz gemacht. Er ist ein sehr starker Regierungschef in Hamburg gewesen. Und er hat die Kraft, die Dinge auch zu integrieren, wenn es schwierig wird. Und deswegen glaube ich, dass das sehr gut funktionieren wird. Und diese lange Phase, in der wir uns auf den Plan für Deutschland konzentriert haben, die ist gar nicht so aufgefallen. Ja. Weil wir haben wochenlang zwischen Söder und Laschet und auch bei den Grünen alles verfolgt, wie die Personalentscheidungen getroffen werden. Jetzt kriegen wir 3,5 Wochen vor dem Wahltermin von der CDU noch ein Klimaprogramm vorgelegt. Bei uns ist das alles sehr, sehr fundiert erarbeitet worden. Und das ist die Grundlage für diese Geschlossenheit, die wir jetzt auch im Wahlkampf zeigen. Da haben Sie recht, es gibt den langen Masterplan, zumindest im Kopf von Olaf Scholz. Ich erinnere mich an dieses Buch Hoffnungsland, glaube ich, heißt das. Wie alt ist das? 2, 3 Jahre? Da saßen wir hier in dieser Sendung und da stand fast alles exakt so drin, wie es jetzt auch im Wahlprogramm steht, inklusive 12 Euro Mindestlohn und so weiter. Das war damals ganz bemerkenswert. Und wer das liest, der versteht auch, was von Anfang an offensichtlich sein Plan war. Nur an einem Punkt ist der Plan nicht klar. Und Frau Winter hat es gerade kurz angedeutet, Herr Tschentscher. Die Frage nach der Linkspartei. Warum klären Sie das nicht? Warum räumen Sie dieses Thema nicht ab? Warum schließt Olaf Scholz eine Koalition mit der Linkspartei nicht aus? Weil er gesagt hat, dieses Topfschlagen, wie er das nennt, vor der Wahl werden Ansagen gemacht, mit wem man auf keinen Fall koaliert und redet. Mhm. Das ist etwas, was sich aus seiner Sicht und auch aus meiner Sicht das ist nicht die politische Erfahrung, dass diese Ansagen am Ende auch Realität werden. Man wird diese Entscheidung darüber, wer am Ende mit wem regiert,
zunächst einmal den Wählerinnen und Wählern überlassen am 26.09. Und danach wird es sehr darauf ankommen, mit welcher Bereitschaft die Parteien dann wirklich in die Koalitionsverhandlungen gehen. Und eins ist doch sicher. Also Sie würden es auch mit der Linkspartei notfalls machen. Sicher. Wenn Olaf Scholz, so wie das sich jetzt abzeichnet, den Regierungsauftrag bekommt, weil er als stärkste Kraft aus dieser Wahl hervorgehen, dann wird Olaf Scholz dafür sorgen, dass auf jeden Fall eine Koalition und ein Regierungsprogramm, ein Koalitionsvertrag zustande kommt, der dem entspricht, was er in diesem Wahlkampf sagt. Und da kann es Menschen geben, die haben Sorge, dass die Linkspartei plötzlich mit irgendetwas um die Ecke kommt, was dann ihnen nicht recht ist. Aber dafür steht eben Olaf Scholz, dass was auch immer nach der Wahl passiert, dem Plan, den er für Deutschland hat, entspricht. Und dazu gehört ganz sicher, dass wir ein klares außenpolitisches Bekenntnis bekommen zur NATO, zu den Sicherheits... Aber das haben Sie doch nicht. Der Sicherheitspolitik. Also Sie haben das Landbau. Klare Bekenntnis zur NATO, haben Sie doch gar nicht, Herr Tschentscher. Wir haben es auf jeden Fall. Nein, ich meine von der Linkspartei, das haben Sie doch Dadurch gar nicht. Dadurch entscheidet sich dann auch diese Frage. Dann können Sie es doch gleich sagen. Er hat es doch gesagt. Er hat Die werden das nicht mehr gesagt. Er wird dieses Bekenntnis im Koalitionsvertrag haben. Und es wird nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, sondern es wird eine ehrliche Positionierung werden. Und damit setzt er den Rahmen, in dem sich Deutschland auf ihn verlassen genau, kann. Genau, er sagt im Grunde, auf gar keinen Fall mache ich es mit denen und sagt dennoch nicht nein. Warum macht er das? Annalena Baerbock hat es ja sogar deutlich klarer formuliert. Ich frage mich auch, warum er es nicht tut. Weil eigentlich ist es ja gar nicht mal, wenn wir jetzt darüber reden, dass Scholz ja anscheinend seinen eigenen Plan haben soll, was ich Ihnen ehrlich gesagt nicht abnehme, aufgrund des Personals, was auch in der SPD hinter Olaf Scholz steht. Warum sagt er das denn nicht? Weil es ist doch nicht seine Politik, eigentlich eine rot-grün-rote Regierung zu machen mit der Außenpolitik, die wir sehen. Und sie zeigen damit auch überhaupt keine Transparenz. Wir in der CDU sind gerade sehr transparent, wie unser Team aufgestellt ist, während die SPD ihre Leute versteckt hinter Olaf Scholz. Olaf Scholz versucht, sich als Merkel zu generieren. Merkel hat heute zum Glück noch einmal ganz, ganz klar gesagt, dass der große Unterschied zwischen ihr und Olaf Scholz ist, dass sie niemals überhaupt nur auf die Idee kommen würde, ein Bündnis mit der Linken einzugehen. Und da ist auch der große Unterschied zwischen Olaf Scholz und Angela Merkel. Dass sie große Lust haben, über diese Koalitionsfragen, über die Psychologie, was hat wer im Schilde, sehr gerne sprechen, weil es am Ende ja davon ablenkt, dass wir harte Themen haben. Sie haben den Mindestlohn von 12 Euro angesprochen. Wir haben den Mindestlohn von 12 Euro angesprochen. Wir haben die Sicherung der Renten. Kurz nur. Aber wir reden jetzt mal ganz kurz über die NATO. Wir reden kurz über Prinzipien. Wir reden über etwas, Sie sagten. Sie sagten gerade, es ist ungefähr 3 Minuten her, aus Erfahrung macht man sowas nicht. Nur die Erfahrung ist eine andere. Olaf Scholz war Arbeitsminister und hat das ausgeschlossen 2008. Hat gesagt, mit keiner Partei haben wir so große Differenzen wie mit der Linkspartei. Auf gar keinen Fall. Hat 2010 als Spitzenkandidat in Hamburg das gleiche Bündnis abermals ausgeschlossen. Das ist auch deshalb nicht mit der Linkspartei richtig gewesen, weil die Linkspartei ja nicht in Hamburg und in Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern und in der Bundespolitik immer dieselbe Partei ist. Sondern wir sehen, dass zum Beispiel in Brandenburg, dass in Mecklenburg-Vorpommern über viele Jahre rot-rote Koalitionen sehr, sehr verlässlich und im Interesse der Bürgerinnen und Bürger auch regiert haben. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, es gibt eine Grundkonstellation und da schließe ich dieses oder jenes aus. Mhm. Weil ja jede Frage nach einer Koalition, die über die nächste Frage schon wieder auslöst. Und am Ende reden wir nur noch über Koalitionen und ob man das nun glauben kann nicht. Nein. Und deswegen werden Sie auch jetzt wieder aktiv, wenn wir über diese Punkte reden. Und mein Interesse ist eigentlich, dass wir über den Plan für Deutschland sprechen und uns darauf verlassen können, dass Olaf Scholz als ein sehr starker, ein vertrauenswürdiger Kanzler dieses Land die nächsten 4 Jahre gut regieren wird. Wenn ich in welcher politischen Konstellation auch immer, das entscheiden Wählerinnen und Wähler. Also Sie schließen es auch heute nicht und wenn, aus. Wenn zum Beispiel eine rot-grüne Option ergänzt wird durch die FDP zum Beispiel, ist es ein sehr naheliegendes Bündnis. Aber das entscheidet nicht Olaf Scholz vor der Wahl und auch ich nicht, sondern das entscheidet zunächst einmal die Wählerinnen und Wähler und dann die FDP, ob sie diesem Bündnis zum Beispiel ihre Unterstützung gibt. Wenn ich eine Anmerkung dazu machen darf, warum ich glaube, dass die SPD das nicht ausschließt. Ich halte ein rot-rot-grünes Bündnis für sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Solange die Option offen ist, muss man immer noch damit rechnen, dass es doch sein könnte. Aber deshalb glaube ich auch, dass die Rote-Socken-Kampagne der Union, die jetzt gestartet worden ist, nicht unbedingt verfängt. Es gibt 2 Gründe, warum die SPD das offen hält. Der eine ist ein strategischer, wenn nämlich die Wahl so ausgehen sollte, wie uns die Umfrage
Umfragen das jetzt zeigen, gibt es 4 verschiedene Koalitionsmöglichkeiten. Und sollte Scholz vorne stehen, könnte er immer noch sagen, liebe FDP oder liebe CDU, ihr müsst jetzt unter meiner Kanzlerschaft in ein Bündnis kommen, weil sonst sind wir ja gezwungen, dieses Linksbündnis zu machen. Das ist also eine strategische Option, dass man das einfach als Druckmittel in der Hand behält. Und dann gibt es zudem einen Parteitagsbeschluss der SPD von 2013, weil 2013 bei der Bundestagswahl gab es nämlich die theoretische Option, das Linksbündnis zu machen. Mhm. Und die SPD-Basis fand das überhaupt nicht gut, dass die SPD damals in die Große Koalition gegangen ist und dann Parteitag Leipzig wurde das eben ausgeschlossen. Und die Beinfreiheit hat nämlich Olaf Scholz in der SPD nicht, dass er das einfach abräumen könnte. Es gibt natürlich starke Kräfte in der SPD, die sich das durchaus wünschen, so ein Linksbündnis, auch wenn Olaf Scholz selbstverständlich nicht dazu gehört. Also auf Bundesebene schließen Sie auf jeden Fall eine Koalition mit der Linkspartei nicht aus. Ich möchte mich zu diesen Koalitionsdiskussionen eigentlich gar nicht äußern. Ich möchte gerne über die Positionen sprechen. Aber können Sie nachvollziehen, dass ich diese Frage habe verstehe, und dass auch das viele Wählerinnen und Wähler diese Frage haben? Vor allem sind es Journalisten, die daran gefallen haben und politische Mitbewerberinnen und Mitbewerber. Das ist nicht mein Eindruck. Mein Eindruck ist, dass die Menschen sich jetzt überlegen, wen wollen wir eigentlich an der Spitze der deutschen Bundesregierung sehen? Das ist etwas, was viele Leute sehr, sehr interessiert. Und deswegen ist das Interesse an solchen Trieben. Wer sitzt am Kabinettstisch? Wer verhandelt genau. da mit wem? Es hängt sehr viel davon ab, wer die stärkste politische Kraft wird und wer dann ja. den Führungsanspruch für diese Bundesregierung für sich beanspruchen kann. Und sobald es Olaf Scholz ist, sind diese ganzen roten Sockenüberlegungen und dieses, jetzt kommen wir so heimlich auf so einen was weiß ich, für kommunistischen Umsturzplan, das ist doch alles abwegig. Wer Olaf Scholz kennt, der weiß, dass er ein sehr pragmatischer, ein verlässlicher... Er möchte das nicht. Und er möchte das nicht. Ich weiß, dass er das nicht möchte. Na, dann aber warum? Was interessieren Sie dann noch? Mich interessiert, warum er es nicht sagt, Herr Tschentscher. Und Sie genauso. Sie möchten Nein, das doch wir, auch nicht. Ich kenne eine Menge Leute in der SPD, die möchten das alle nicht. Wir sprechen jetzt schon wieder eine Viertelstunde... Ja, über eine interessante Frage. Arithmetik. Sie haben eine interessante strategische Überlegung dazu gebracht. Wir reden über was ganz Prinzipielles, nicht Arithmetik. Einfach Arithmetik ist was anderes. Da geht es jetzt mal um Prinzipien. Ja, das Prinzip lautet, jetzt ist Wahl. Bürgerinnen und Bürger haben die Entscheidung darüber, wem sie dieses Land anvertrauen. Und danach wird sich, Sie haben es gerade eingeblendet, werden es unterschiedlichste Koalitionsoptionen sein. Wenn es doch so viele Möglichkeiten gibt, dann könnte man doch die Linkspartei einfach ausschließen. Und Sie wollen da jetzt so 3-4 Kreuze machen, das kommt nicht in Frage. Und am Ende sind Sie nicht in der Lage, eine vernünftige Verhandlung zum Beispiel über eine Ampelkoalition zu führen. Okay, es geht ums Taktieren. Sie wollen nicht die Geisel von Christian Lindner werden. Ich glaube nicht, dass wir mit einem starken Wahlergebnis Geisel anderer Parteien... Noch haben Sie kein starkes Wahlergebnis. Genau, und deswegen sind wir jetzt auch... deswegen wollen Sie nicht die Geisel von Christian Lindner. Nein, wir bleiben jetzt bei diesem Plan für Deutschland, den wir entworfen haben. Ich finde es sehr überzeugend, wie Olaf Scholz bei seinem Kurs bleibt, wie er den auch dann, diesem Kurs auch treu bleibt, wenn andere mittlerweile dann... übereinander herfallen. Wir haben ja in diesem Triell auch Wortgefechte zwischen Frau Baerbock und Herrn Laschet erlebt. Und er bleibt in seiner Rolle zu sagen, mein Plan steht. Ich erkläre das, was ich vorhabe für dieses Land. Und ich sage zu, dass nach einer Wahl mit mir als Kanzler dieser Plan im Vordergrund steht. Das hat er auch in dem Triell klipp und klar gesagt. Ja, er hat gesagt, ich möchte das nicht, ohne es wirklich zu sagen. Es steht im Regierungskoalitionsprogramm. Und es ist auch so gemeint, hat er zu den inhaltlichen Fragen sich geäußert, die mit der Linkspartei zu tun haben. In der Linkspartei, in meinem Arbeitskreis 6, kennen Sie im Bundestag? Nein. Ich bin Mitglied des Bundestags und kenne diese... Da sitzen ein paar interessante Leute. Ich habe mir das noch mal angeguckt. Da sitzen Leute beispielsweise wie Heike Hensel. Die hat auf dem Parteitag vor 2 Jahren gegen den US-Putschversuch in Venezuela demonstriert. Da sitzt André Hunko, der hat sich mit Moskau-treuen Separatisten in der Ostukraine fotografieren lassen. Und da sitzt auch Alexander Neu, von dem selbst in der eigenen Partei gesagt wird, der erzählt immer am Tag danach, was am Tag vorher die Pressemitteilung des Kreml war. Ja, solche Leute sitzen da. Wir werden auf ein Regierungsbündnis, an dem Olaf Scholz der Kanzler ist, werden keinen Einfluss haben. Da sind wir mal sicher. Okay, also nein.
Sie können jetzt noch drei Anläufe nehmen. Und es ist auch gar nicht meine Aufgabe, hier noch mal eine neue Koalitionsoptionsansage zu machen. Ich finde es sehr wohltuend, dass Scholz sich konzentriert auf seinen Plan, auf seine Botschaften. Und ich finde es tatsächlich müßig, weil wir immer wieder erlebt haben, auf Landes- und auf Bundesebene, dass Dinge ausgeschlossen werden. Und am Ende haben CDU, FDP und Grüne monatelang verhandelt. Das hat Martin Schulz den wenn am Sie Ende mich vor den, der Wahl gefragt hätten, den Job hätte, gekostet, ne? Weil wenn, er ausgeschlossen hat am Kabinettstisch von aber Angela wenn Sie Merkel uns vor der letzten Bundestagswahl gefragt hätten, ob wir eine große Koalition eingehen, da hätte doch jeder Sozialdemokrat und Sozialdemokratin gesagt, nein, auf keinen Fall, wir wollen keine große Koalition mehr. So, und dann wird monatelang verhandelt und das ist doch dann auch ein Versagen der anderen Parteien gewesen, wo die SPD dann doch wieder in dieses Bündnis gegangen ist. Und Sie können solche Diskussionen und Entwicklungen vor einer Wahl nicht vorhersagen. Nein. Und deswegen brauchen wir die Verlässlichkeit der Kandidatinnen und Kandidaten. Und Olaf Scholz ist der verlässlichste Politiker, den mir in den letzten 30 Jahren begegnet ist. Und wenn er sagt, es gibt klare politische Prinzipien, die in einer Regierung, in der ich Kanzler bin, eingehalten werden, dann kann sich da ganz Deutschland darauf verlassen. Das glaube ich. Ich habe das auch hier schon in der Sendung mehrfach gesagt. Olaf Scholz ist in jedem Fall ein Profi und einer, der die Dinge wirklich bis zu Ende durchdenkt. Das weiß ich alles. Und deswegen wundere ich mich umso mehr, dass wir in einer so fragilen Situation auch dieses Landes, an einem Epochenwechsel, an dem wir gerade stehen, an dem es auch um wirklich große Themen geht, dann so prinzipielle Dinge nicht einfach mal klären. Und ehrlich gesagt ist die Sehnsucht, Frau Quadbeck, ist nicht da der Frust im Moment so zu spüren, die Sehnsucht nach jemandem, der einfach sagt, pass auf, ohne Rücksicht auf Verluste, ich sage euch jetzt, was meine fünf wichtigsten Punkte sind, das sind meine Überzeugungen, das ist das, wofür ich stehe und wenn das nicht geht, dann sage ich euch, ist das mit mir auch nicht zu machen. Ich glaube ja, dass ein Politiker, der nicht nur taktisch agiert und deswegen bin ich da auch so dran, sondern einfach klar und geradeaus spricht, wofür er wirklich steht, ich glaube, der hätte eine echte Chance. Also dieses bunt gescheckte Bild, was wir hier sehen von den Wahlumfragen und von den Koalitionsmöglichkeiten, das zeigt ja, dass die Wählerinnen und Wähler in Deutschland im Moment noch in einer gewissen Weise orientierungslos sind. Allen ist inzwischen klar, dass Merkel dann, wenn die neue Regierung gebildet ist, nicht mehr da ist. Und die Deutschen schwanken im Moment dazwischen, dass sie tatsächlich dass so ein bisschen Wechselstimmung und Wende in der Luft liegt. Und auf der anderen Seite, nach Corona und der Flut will man auch viel Sicherheit haben und im Grunde genommen das haben, was eigentlich immer Merkels Stärke war, nämlich dass die ganzen internationalen Krisen und so weiter unseren Alltag nicht so stark berühren. Das war ja das, was Merkel immer geschafft hat, das von der Bevölkerung fernzuhalten, was sicherlich auch ein Geheimnis ihres häufigen Wahlerfolgs jemand schrieb war. Mal, es so. Geschafft hat, die und, Leute im Wesentlichen nicht mit Politik zu belästigen. Und ja. die Kandidaten, die wir sehen, die schwanken dazwischen, also vor allen Dingen eben die von Union und SPD, dass sie eben diese Eigenschaft von Merkel dann fortsetzen wollen. Und keiner hat den Mut, wirklich zu sagen, wo es lang geht. Und auch selbst bei den Grünen ist es inzwischen so, dass sie das, was sie eigentlich an Härten zum Beispiel für den Klimaschutz in ihrem Wahlprogramm haben, doch verbal sehr weich spülen. Und das halte ich tatsächlich für falsch, um vielleicht auch nochmal auf das Thema Klimaschutz zu kommen. Natürlich läuft uns die Zeit davon, da wird mir Frau Winter nicht widersprechen. Und wahrscheinlich ist es so, dass unser technologischer Fortschritt nicht so schnell sein wird, dass wir das, was wir an Pariser Klimazielen erfüllen wollen, mit technologischem Fortschritt erfüllen können, geschweige denn können wir ihn bezahlen. Und deshalb werden wahrscheinlich auch gewisse Einschränkungen auf die Bevölkerung zukommen. Beziehungsweise man muss den Leuten mal näher bringen, dass auch Verhaltensveränderungen natürlich dazu führen kann, dass der Klimaschutz beschleunigt wird. Aber solange immer suggeriert wird, für euch bleibt eigentlich alles, wie es ist. Alles, wie es ist. Und wir machen das schon. Solange kann das auch nicht funktionieren. Und solange würde auch eine nächste Regierung keine Fortschritte erzielen können. Also man muss einfach mehr rein Wein einschenken. Und es gilt nicht nur für den Klimaschutz. Es gilt auch für die Rente. Da gibt es ja nun nicht ganz so viele Stellschrauben. Arbeiten wir länger? Wollen wir mehr Rente bezahlen? Oder also mehr für die Beiträge zahlen? Oder sollen die Renten kürzer werden? Oder soll der
Zuschuss zum Bundeshaushalt ständig steigen. Bei der Bildung wollen wir in den Bundesländern, dass jeder weiter vor sich hin wurstelt, oder soll es mehr Zentralisierung geben? Also es gibt so viele Themenfelder, auf denen so wegweisende Entscheidungen zu treffen sind. Wie gehen wir überhaupt mit der alternden Gesellschaft um, die tatsächlich teuer wird? Wie machen wir das? Also das, da sehe ich, dass die Antworten nicht wirklich diskutiert werden. Das Triell hat mal so eine Ahnung davon gegeben, dass es tatsächlich genug Themen gibt, die sich lohnen würden, ausführlich zu diskutieren und da auch um die besten Lösungen zu streiten.